Heute geht es um ein anderes Tier, das wir auf der Wiese finden. Was denkst du, wie heißt mein Tier? Es ist klein. Es hat Beine. Es hat Flügel. Es hat Fühler. Es hat Flügel, es kann fliegen. Es ist wunderschön. Es gibt es in ganz vielen Farben, in Blau, in Rot, in Gelb, in Weiß. Und es ist ganz leicht. Nicht schwer, es ist leicht. Wie heißt mein Tier? Richtig, der Schmetterling. Du siehst, auch heute gibt es wieder ein Video zu diesem Tier. Ich kenne ein Tier. Schau dir bitte dieses Video genau an. Und wie auch schon bei der Schnecke ist die Hausaufgabe heute, male einen Schmetterling. Und bitte denke daran, welche Körperteile hat ein Schmetterling? Schau im Film genau hin und schicke mir ein Bild von deinem Schmetterling.